Sehe ich noch ein bisschen zerknittert aus? Folgendes Szenario. Du hast oder du willst eine KTM LC4. Und du hast von diesem ominosen großen Ölkreislauf gehört. Du willst wissen, was das ist. Und heute klären wir das Ganze. Ich mache nämlich den Ölwechsel an meiner roten 6XX, wie ich sie getauft habe. Du guckst dabei zu und weißt danach alles, was du wissen musst, wenn es ums Thema Ölwechsel bei der LC4 geht. Ach so, Stichwort LC4. Dieser Pullover, den gibt's bei mir im Shop. Der ist von mir. Weil ich ständig gefragt werde, wo es den gibt. Ja, ich habe das gekonnt. Und was macht man als erstes, wenn man Ölwechsel macht? Was haben wir gelernt? Genau, warm fahren. Ich muss die Möhre aber erstmal entstauben. Sorry wegen der schlechten Windverhältnisse, aber das nützt nichts. Wir müssen trotzdem warm fahren. Weil es so geil klingt. After the obligatorische Warmdreifing from the Möhre, you have to make sure that the Möhre is nicht kipping on the floating device. Ich mache das mit einem standardmäßigen Montageständerich. So, ich für meinen Teil werde mich jetzt erstmal meinem Bugspoiler entledigen. Der Vorteil an einem Bugspoiler ist, du hast einen Bugspoiler. Der Nachteil an einem Bugspoiler ist, du hast einen Bugspoiler. Das heißt, erstmal den ganzen Klimmen weg. Schreib doch mal drunter, ob der Bugspoiler, ob euch der gefällt oder ob der auch weg kann. So oder so ähnlich sollte das jetzt bei euch aussehen. Ihr habt hier einen Ölfilter an dem Rahmenbrustrohr sitzen. Ihr habt oben eine Schraube drin. Die wird später nochmal interessant. Dann habt ihr hier unten ein paar Schrauben. Bei mir sieht das anders aus als bei euch. Ihr habt eine oder zwei Ablassschrauben mit einem 13er Sechskant außen und diese 19er. Wie gesagt, achtet nicht darauf, wie das bei mir aussieht. Ihr schraubt auf jeden Fall eure 13er und eure 19er raus. Und genau das ist auch das, was wir jetzt als erstes machen. Step 1 ist, wir nehmen wieder unsere große Ölauffangwanne. Groß in der Fläche, nicht wegen dem Füllvolumen. Ihr seht gleich warum. Dasselbe Spiel wieder bei der 690er. Die eine Innensechskant, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, die lasst ihr sitzen, die schraubt ihr nicht raus. Ich blende euch hier ein Bild ein, wie das bei euch aussieht. Die mit dem Innensechskant lasst ihr sitzen, die schraubt ihr nicht raus. Alle anderen, beziehungsweise die beiden oder die drei, schraubt ihr raus. Ich mache das jetzt mal. Oh, wer hat die denn festgeschraubt? Oh, ich weiß wer. Öltemperatur ist in dem Fall jetzt übrigens 60 Grad. Und da lassen wir dann schon mal den ersten Schwall kommen. Und hier hat man dann auch schon, ich hoffe die Kamera kriegt das drauf, das ist das Sieb, das ominöse, was da immer drin sitzt. Und in diesem Sieb ließe sich dann schon der erste Abrieb erkennen. Hier ist aber, wie man sieht, nichts dran. Das ist aber auch kein Kunststück. Der Motor hat nur 150 Kilometer mit dem Öl gelaufen. Da könnt ihr dann schon mal die ersten magnetischen Abriebe und Co. dran erkennen. Stellen wir zur Seite, kümmern wir uns gleich drum. Anschließend schrauben wir dann die anderen Ablassschrauben raus. Wie gesagt, das habe ich ja am Anfang erklärt und euch das Bild gezeigt. Diese hier sind aber etwas störrisch. Das ist aber gewollt. Dann die nächste im Bunde. Wie gesagt, ich habe da ein paar mehr von. Aus schon oftmals erklärten Gründen. Wer gerne wissen möchte, was da auf sich hat, der guckt gerne sich eben einmal das Video in der Videobeschreibung an, wenn wir hier fertig sind. Wieso hältst du dich jetzt so fest? Komm doch her jetzt! Du hast eh keine Chance, ich mach dich fertig. Hashtag abrasive Schwebstoffe, Freunde. Und die dritte im Bunde. Wenn wir dann untenrum alles rausgelassen haben, gehen wir nach vorne an den Ölfilter. Wenn du keinen großen Ölkreislauf hast, betrifft dich all das, was jetzt kommt, erstmal nicht mehr. Und ich mache da gar nicht so ein Firlefanz von. Ich nehme eine große Wasserpumpenzange. Das verdammte Ding und schraub es ab. Das sieht dann so aus. Relativ entspannt. Den schmeiße ich mal da rein. Und jetzt denkt ihr, hä, Rahmenbrustrohr, mehr Öl ist da nicht drin. Doch, der Clou kommt nämlich jetzt. Hier unten, hier vorne drin. Müsstet ihr sogar sehen können, ist eine kleine Innensechskantschraube. Je nach Baujahr kann die Schraube auch hier außen dran sitzen. Die schraubt ihr raus. Und da ist dann das Geheimnis. Dahinter, hier ist nämlich das Ölreservoir. Wie ihr sehen könnt, verbirgt sich das hinter genau der Schraube. Die legen wir uns auch beiseite, die brauchen wir nämlich gleich wieder. Da ist auch kein Dichtring und gar nichts drauf. Die ist einfach nur da reingeschraubt. Und deswegen übrigens auch die große Ölwanne, weil ihr seht es da hinten tropfen und ihr seht es hier vorne pinkeln. Deswegen die große in der Fläche, damit ihr keine Kopfschmerzerei habt. Jetzt bleibt noch eine Sache zu tun. Hinter den drei Schrauben verbirgt sich ein Ölfilter. Den Deckel auch aufschrauben und einfach wegklappen. In der Regel
passt das, wenn ihr das hier wegschraubt, hier einfach dran vorbei. Die neueren Modelle haben hier eine Absenkung im Rahmen, damit ihr den Deckel hier nicht von der Leitung abschrauben müsst, auch mal eben einmal erledigen. Das ist auch einfach echt nicht schwierig. Die zwei Schrauben raus und dann seht ihr da schon die drei Schräublein, die dann auch relativ simpel da mal immer mal raus nötigen. Ich habe es jetzt mal eben weggeschraubt, um euch das A besser zeigen zu können, was ich meine. Und B, weil ich gerne die Dichtung hier einmal tauschen wollte, weil die leicht geschwitzt hat. Und dann zieht ihr hier einfach mit dem Finger an diesem Punkt hier von dem Deckel. Und dann könnt ihr das normalerweise da so, gemäß dem Falle, dass der Filter da drin hocken bleiben würde. Ich habe hier gerade ein wenig Turbulenzen. Dann die Dichtung da wegnehmen, damit ihr da auf Alu guckt. Und dementsprechend dann auch vorher da den Ölfilter rausnehmen. Und dann kann man hier auch mal eben einmal in den Ölfilter reingucken, wenn sich die Kamera dann scharf stellen würde, ob da irgendwas drin zu finden ist. Aber das sieht gut aus in meinem Fall hier. Während jetzt all die Sachen weiter zu Ende ölen, also einmal unten rum im Motor, einmal vorne das Rahmenbrustrohr und einmal der Ölfilter, machen wir in der Zwischenzeit mal eben einmal die Sachen sauber, wie den Ölfilterdeckel. Ihr hört und seht und wisst auch gleich warum, da komme ich gleich drauf. Ich gehe da mit Bremsenreiniger, bisschen rein, lappen. Das muss kein Hexenwerk werden, aber einfach nur eben einmal sauber machen. Dichtungsreste entfernen für die Leute, die mit Dichtmasse gehen, so wie ich das gleich tun werde. Ihr seht aber, was ich meine. Denn diese Deckel von der LC4 haben die Angewohnheit, sich zu verziehen. Und das kompensieren wir ein bisschen. Aber wie gesagt, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Das muss nur eben einmal sauber. So, der ist soweit. Dann nehme ich die Siebschraube, mache die eben einmal sauber, mache den Dichtring da ab, immer mal überwischen. Wie gesagt, da ist nichts dran, nichts drauf, nichts am Magneten, die drehe ich da so wieder rein. Da mache ich keine Faxen von. Dann machen wir unsere Magneten sauber. Wie gesagt, das Thema Magneten, das Video in der Videobeschreibung, gerne eben einmal zu Ende gucken. Eins, zwei und die Nummer drei. Das stelle ich mir hier schön hin, da kommen gleich neue Dichtringe drauf. Und dann kann das in den Motor. Dann wischen wir hier schon mal unter dem Motor lang, wenn sich das soweit dann alles erledigt hat. Da werden noch ein paar Tropfen nachkommen, aber das tut es ja erstmal so. Das sieht gut aus. Das gleiche gilt hier fürs Rahmenbrustrohr. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Bild ist, aber das ist auch egal. Eben einmal am besten fusselfrei drunter lang wischen. Und das gleiche gilt für die andere Seite, wo ihr den Deckel weggeschraubt habt. Auch eben einmal sauber machen und fettfrei machen. Wichtig. Denn jetzt bauen wir das in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Da, wo wir mit aufgehört haben, fangen wir wieder mit an. Das machen wir aus zwei Gründen. Erstens, damit wir nichts vergessen. Und zweitens, weil sich das immer einmal so rum und einmal so rum schön arbeiten lässt. Jetzt nehmen wir unsere neue Neoprendichtung. Ich denke, dass ihr das sehen könnt. Die ist vom KTM-Shop. Das ganze Thema kennt ihr ja. Ich gehe mit dieser aus mehreren Gründen. Erstens dichtet die besser und zweitens kann man die, wenn man das richtig macht, wiederverwenden. Ich mache es nicht. Ich mache es folgendermaßen. Ich habe jetzt hier Dichtmasse drauf gemacht, verteile diese dünnen Streifen auf beiden Seiten. Nicht mehr und nicht weniger. Das mache ich aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es ja gerade angesprochen, diese Deckel verziehen sich gerne und damit kompensieren wir das ganz einfach, ohne dass wir damit irgendwas beschädigen, sondern das einfach nur abdichten. Es gibt Leute, ich gehöre nicht dazu, aber es gibt Menschen, die nehmen das hier jetzt so wie es ist, hängen das hin zum Trocknen und sorgen dafür, dass diese Dichtmasseschicht sich anzieht. Und dadurch wäre das Ding wiederverwendbar. Wie gesagt, ich mache es nicht. Wie du das machst, musst du selber entscheiden. Ich habe dir nur von dieser Option jetzt erzählt. Danach hier auch gerne nochmal entfetten. Einfach der Vollständigkeit halber, dass das alles einigermaßen vernünftig sitzt. Und danach, das ist der nächste Vorteil von dieser Dichtung, bleibt das da dann auch dementsprechend kleben und hängen, wo das hin soll. Dadurch bleibt die da jetzt einfach so hängen. Danach nehme ich mir einen nagelneuen Ölfilter und stecke den mit der Gummiöffnung nach vorne zeigend da rein an Position. Und da kommt dann anschließend mit dem Pin in den schwarzen Gumminuppel unser Deckel drauf. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, aber wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann kriegt man das relativ easy gebacken. So, dann ein Stück rüber, Deckel drauf, positionieren. Bleibt alles schön von alleine hängen. Die drei Schrauben da wieder rein. Und dann kriegt das Ganze jetzt einen Drehmoment von 10 Newtonmetern. Solltest du wie ich die Schraube gelöst haben, wie gesagt, ich habe hier nur neue Dichtringe
drauf gemacht. Dann kriegt diese Schraube anschließend, ich meine 15 Newtonmeter. Wenn du da die Doppelhohlschraube sitzen hast, was eigentlich so sein sollte, wenn es original ist, dann darf man da ruhig mit ein bisschen Vorsicht rangehen. Danach die Ritzelabdeckung wieder in Position schnubbeln und sich dann mal eben freuen, dass wir die eine Kleckerei da ja schon erledigt haben. So, der nächste Schritt ist, die Schraube, die wir da vorhin unten rausgedreht haben, da wieder reinzudrehen. Die dürft ihr nicht vergessen. Da müsst ihr bitte, bitte, bitte immer dran denken. Ganz, ganz wichtig. Die schraubt ihr da rein und dann kriegt ihr einen Drehmoment von, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine 5 oder 8 Newtonmeter. Schraubt ihr einfach fest, also vernünftig fest, aber auch nicht zu fest. Ihr wisst, was ich meine. Und dann habt ihr das auch schon erledigt. Anschließend nehmen wir unseren neuen Ölfilter. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich gehe mit Original, weil ich das gerade da habe. Und hier ist schon Fett drauf. Ihr braucht dann nichts mehr machen. Und dreht dann diesen Ölfilter wieder an Position. Und ich greife hier hinter lang. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, weil alles schwarz ist. Ich versuche das mal so zu machen. Dann greife ich hier hinter lang. Und dann ziehe ich mit den schmierigen Handschuhen das Ganze fest. Das reicht. So fest, wie ihr mit der Hand könnt, reicht in der Regel vollkommen aus. Anschließend schraubt ihr eure Siebschraube und eure Magneten bzw. Ablassschrauben wieder von unten in den Motor. Diese bekommt 30 Newtonmeter, die andere Schrauben bzw. die anderen beiden Schrauben oder die andere Schraube, je nach Modell, bekommen 20 Newtonmeter. Haja! So, danach ziehen wir dann die Magnetschrauben dementsprechend an. Und nachdem wir uns jetzt von all dem nochmal überzeugt haben, Ölfilter drin, abgedichtet, alle Schrauben angezogen, unten Ölablassschrauben drin, vorne die kleine Schraube drin oder vorne im Rahmenbrustrohr die Schraube drin, Ölfilter drunter, alles ist soweit wieder vorbereitet und zu, kümmern wir uns jetzt um den sagenumwobenen großen Ölkreislauf bzw. um das Füllen und danach den Lüften. Das kommt jetzt. Die schrauben wir jetzt raus. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns jetzt ein sauberes Behältnis, ein Litermaß, wo Milliliter draufstehen. Und da füllen wir um und bei 600 Milliliter ein. Und dann besorgt ihr euch vorher am besten aus der Apotheke so eine Einlaufspritze mit 60 Milliliter, 200 Milliliter in der Größe, wie ihr sie bekommt. Hauptsache ist, die Spitze hat eine, also nicht viel größer als diese hier. Weil jetzt ziehen wir das Öl auf und spritzen das mit der Spritze in das Loch, was wir gerade aufgemacht haben. Das ist mit dem Tankspoiler dran ein bisschen fummelig, geht aber. Also ich baue das dafür nicht extra auseinander. Lappen drunter, Attacke. Damit wir uns da nicht falsch verstehen. Und ich nehme jetzt einen Lappen und wickel mir den hier um meinen Kabelbaum drumherum, dass wenn da was runter tropft, damit das dann im Lappen hängt. Und dann Spritze aufziehen, auch einen Lappen drunter. Und dann hinein ins Rahmenbrustrohr. Und das machen wir jetzt dementsprechend 10-mal. Wenn du eine 200 Milliliter Spritze hast, halt nur 3-mal. Aber um und bei 600 Milliliter müssen da jetzt in das Rahmenbrustrohr rein. Wie er das macht, ist mir vollkommen egal. Jetzt nehmen wir uns mit einem neuen Dichtring wieder unsere Verschlussschraube und schrauben die da so eine oder zwei Gewindegänge rein, sodass die vorne Spiel hat. Und anschließend füllen wir dann 1,3 Liter. Beim großen Ölkreislauf 1,3 Liter. Das wird dann in Summe am Ende irgendwie was mit 1,950, 2 Liter oder so reinkippen. 150, 200 Milliliter bleiben immer zurück. Auf ungefähr 2,1, 2,2 Liter kommt ihr in Summe. Ich wollte nur einmal am Rande noch erwähnen, Fuchs, eure Kanister sind eine Katastrophe. Und immer mal rein damit. So, wenn der Liter drin ist, dann kippe ich in meinem Fall nochmal knapp 500 Milliliter hinterher. Nachkippen könnt ihr immer, aber raussaugen ist halt immer schlecht. Deswegen lieber erstmal ein bisschen zu wenig und dann, wenn wir soweit sind, nochmal nachkippen. Ich gehe gleich von vornherein mit mehr Öl, weil mein Ölkreislauf größer ist als der des Otto Normal LC4-Fahrers. Aufgrund von Gründen. So, das da drin. Das lassen wir dann mal jetzt mal immer mal reinsuppern. Wir denken nochmal drüber nach, ob wir auch alles gemacht haben, was der Herr Brabsupport gesagt hat. Nicht, dass wir uns hier irgendwie missverstehen. So, dann nehmen wir da mal eben den Trichter raus und wischen hier immer mal drüber. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, der Deckel da drauf oder euer Ölthermometer oder was auch immer. Denn da ist gleich so viel drin los, solltet ihr das vergessen, wird euch das nie wieder passieren. Und jetzt kommt nämlich die Stunde der Wahrheit, das Wichtigste von allem. Wir nehmen jetzt nämlich mal eben unsere Ölwanne hier weg. Das machen wir deswegen,
Weil wenn wir da drauf treten und die umschmeißen, dein Tag gelaufen ist. Wir wollen die Umwelt ja nicht stärker belasten, als wir müssen. Zu dem Öl komme ich gleich nochmal. Jetzt haben wir jetzt ja vorhin hier zwei Schläge die Schraube wieder reingedreht, wo wir das Motoröl eingefüllt haben. Darauf müssen wir jetzt achten. Wir schmeißen das Motorrad nämlich jetzt an. Und wenn da dann Öl rauskommt aus dem Loch, dann haben wir die Luft da rausgedrückt mit dem Öl, schrauben die Schraube zu und das Rahmenbrustrohr, also dieses Geheimnis, dieses sagenumwogene Rahmenbrustrohr, ist damit dann entlüftet. Also Karre anschmeißen, warten bis der Öl rauskommt, zuschrauben, erledigt. Hier auf der schmalen Bühne kicken ist eine Katastrophe. Da kommt gerade das Öl gelaufen. Seht ihr da die Tropfen, die da runterlaufen? Rahmenbrustrohr entlüftet. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Also, zudrehen, mit dem Lappen mal eben drüber putzen, dass das Öl, was hier am Rahmenrohr dann runterläuft, nicht auf den Krümmer und so kommt und am besten nicht ganz nach unten läuft, so wie hier. Das muss jetzt mal eben abkühlen, beziehungsweise ich schraube die Schraube jetzt erstmal fest. Die kriegt 10 Newtonmeter oder bis sie dicht ist. Und wie Sie sehen, hat sich der Ölstand auch mehr oder weniger auf der Hälfte eingependelt. Das wird bei mir noch ein ganz kleines Stück absacken. Und dann kann ich dementsprechend auffüllen. Ich fülle bis zum oberen Strich auf, ganz einfach deswegen, weil der LC4-Motor oben im Motorgehäuse entlüftet und nicht unten. Dementsprechend hat das keinen Einfluss auf die Leistung oder auf den Druck im Motor. Und deswegen kann man das hier ruhig voll machen, hat halt die Sicherheit. Bei anderen Motoren ist es so, wenn man da auf Leistung aus ist, dann ja, macht man es nicht. Ich mache es hier so, wie ihr das handhabt. Müsst ihr selber wissen, im Zweifelsfall halb voll, bei warm voll, immer gut. So, herzlichen Glühstrumpf, du hast jetzt sehr erfolgreich deinen ersten Ölwechsel gemacht. Jetzt passiert Folgendes, ich mache jetzt eine Probefahrt, ich nehme euch wieder mit. Danach gucke ich, ob alles dicht ist, kontrolliere den Ölstand, passt das an. Das ist das, was ich auch dir empfehlen würde. Und danach gibt es einen kleinen Bonus, denn wir werfen nochmal einen Blick auf das alte Öl. Da sollte man ein Gefühl für entwickeln, wenn man LC4 fährt. Und der letzte Step bezüglich Ölwechsel, Controlletti. Also auch gerne dann mal eine Taschenlampe eben in die Hand nehmen und immer mal gucken. Da alles dicht, jawolski. Hier lang gehen, alles dicht. Der ist jetzt ein bisschen dreckig vom Wasser, aber das macht nichts. Ist auf jeden Fall alles dicht, hängt kein Tropfen runter. Da passt auch alles. Hier ist alles dicht. Unten hängt kein Tropfen dran. Und das gleiche gilt für da am Motor. Das ist der tiefste Punkt, beziehungsweise hier vorne. Das würde relativ schnell alles nach hinten und oder nach vorne laufen. Das sieht gut aus. Ölstand passt, halb voll. Und hier auch nochmal drunter gucken. Alles trocken, alles dröge. Passt, perfekt. Kommen wir zum Bonus des heutigen Tages. Wenn du LC4-Fahrer bist oder LC4-Fahrer sein möchtest, egal welches Modell, von 600 bis 660, auch 690 und Co., solltest du dir angewöhnen, nach dem Ölwechsel bzw. während des Ölwechsels einen Blick auf dein Öl zu werfen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du hast das ja in deinem Behältnis drin. Und das stand jetzt ja eine Weile. Und jetzt suchst du dir irgendwie einen schönen hellen Ort und eine Taschenlampe und einen Gegenstand deiner Wahl, um das Ding auf die Seite zu legen. Also wir nehmen das Öl hier. Und ich habe das mit ein bisschen Altöl gemischt, um euch das verbildlichen zu können, weil bei mir annähernd nichts drin war, es zu vernachlässigen. Ich nehme jetzt zum Beispiel so ein Ding hier. Irgendwie was, um einfach nur ein Stück höher zu sein. Und hänge die Ölwanne dementsprechend ein wenig schräg. Und jetzt kann man da, wahrscheinlich je nachdem wie ich filme, in welchem Winkel, diese Flakes da drin sehen. Das ist erstmal nicht dramatisch. Das ist halt ein bisschen Kupfer, ein bisschen Messing, ein bisschen Bronze, je nachdem von wo es denn jetzt gerade kommt. Sollte das aber, wer weiß, wie viel Ausmaße annehmen, dass dann euer Pleuellager so langsam aber sicher dann demnächst mal kommen wird. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Schluck Altöl mit dazu gekippt, um euch das verbildlichen zu können. Aber wenn ihr dann anfangt, diese Flakes da zu sehen, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Ich mache mir keine. Jetzt hoffe ich, dass du ein bisschen Gefallen an der Idee gefunden hast, deinen Ölwechsel selber zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr meine Rote findet. Meine Rote Duke, die hat hier noch nicht sonderlich viel auf dem Kanal stattgefunden, wird jetzt aber mit Prüfstand und Co. vermehrt kommen. War jetzt halt die beste Gelegenheit, eben einmal den Ölwechsel hier auf dem Kanal dann auch mal unter Dach und Fach zu bringen.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Saisonstart jetzt zum 1. März hin. Je nachdem, wann ihr anfangt, März, April, einige haben ja gar nicht aufgehört. Jetzt seid ihr 100% im Bilde, wie der Ölwechsel beim großen Ölkreislauf funktioniert. Wenn du den kleinen Ölkreislauf hast, kannst du dir im Prinzip alles, was vorne rum betrifft, sparen. Der Rest ist gleich, außer die Ölmenge. Das sind nämlich in Summe 1,6 Liter. Wenn ich richtig informiert bin, im Zweifelsfall einfach nochmal googeln. Schönen Dank fürs Zugucken. Wieder mal, solltest du eine 690 fahren und wissen wollen, wie da der Ölwechsel funktioniert, dann kannst du dir einfach dieses Video angucken. Ansonsten bis Montag, Mädels. Ich hoffe, dass bis dahin dann endlich die EXC da ist. Wegen Fasching, tralala, ging das nicht. Beziehungsweise war sie noch nicht unterwegs, aber es ist alles so, wie es sein soll. Verspreche ich euch Montag.